Hey ho, da sind wir auch schon wieder. Es geht weiter mit Let's Play Zelda Twilight Princess. Wir gehen mal in den Mario-Markt. Mal schauen, was es da so Neues gibt für uns. Hey Byte, kaufst du was? Warum sollen wir was kaufen? So, ein rotes Elixier-Holzschild brauchen wir nicht, wir haben ein gescheites. Wenn dann dieses Fernglas. Es würde sich vielleicht lohnen. Bevor. Das kommt alles den Leuten in Hyrule Stadt zugute. Ja, ich helfe dir schon. Dann schauen wir mal, ob wir hier was spenden können. 377, ja wunderbar. Jetzt geben wir unser ganzes Geld hier aus. Und dann haben wir am Ende wahrscheinlich wieder kein Geld mehr, wenn wir dann was kaufen wollen. Wir brauchen noch 23 Rubine. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich die herkriege. Ich habe da nämlich was gelesen. Ich habe mich ein bisschen belesen. Zum Punkt Geld bekommen hier. Es gibt da wohl einen kleinen Trick. Schauen wir mal. Vielleicht reicht es ja für die 23 Rubine. Hier beim Friedhof sollte es sein. Irgendwo hier müsste das sein. Hä, hey, was ist denn da drüben los? Ja gut. Gehen wir mal hier über den Friedhof. Ist ja auch überhaupt nicht makaber oder so. Aber wir müssen auf jeden Fall diese Raupen töten. Denn die tun uns nicht gut. Ah, weg damit. Okay, ist vielleicht doch schwieriger als gedacht. Ah. Obwohl, mit der Schleuder geht es vielleicht ganz gut. Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach mit der Schleuder. Problem ist, wie kriegen wir die Munition für die Schleuder wieder? Komm her, Rabe. Ah, weg mit dir. So. Oh, da ist eine Gespenstheuschrecke oder sowas. Ameise. Dann haben wir schon zwei Ameisen, das ist super. Nein, ich möchte es mitnehmen. Hä? Ach, gibt es da mehrere davon, oder wie? Ja, gut zu wissen. Also, die Raben umbringen hat... Ah, da ist noch einer übrig, deswegen. So, jetzt aber. So. Waren das alle? Jo, da haben wir die Rubine auch schon. Oh, genau einer fehlt noch. Na wunderbar. Bringt es was, wenn wir das hier noch runterschießen? Oh, war vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt wollen sie uns holen. Los, weg hier. Da seht ihr, wie sie uns verfolgen. Schnell weg hier. So. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo einen einzigen Rubin. Das sieht tatsächlich eher schlecht aus für uns. Wo könnten wir auf die Schnelle noch einen Rubin herkriegen? Ich habe eine Idee, wo. Wir könnten eventuell noch mal in die Ebene von Hyrule schauen. Vielleicht gibt es da noch einen Rubin für uns zu holen. Ansonsten haben wir tatsächlich eher ein Problem. Hier in dem Gras sind nicht zufälligerweise ein Rubin oder so. Nein, wäre auch zu schön gewesen. Jo. Hier sind leider auch keine Rubine. Vielleicht in den Kisten. Leider nein. Da ist es wohl zu spät dafür. Autsch. Komm, lass uns wieder raus da. Hier müssen wir in die Ebene von Hyrule gehen. Da müssten wir auf jeden Fall einen Rubin finden können. Da gibt es nämlich einiges an Monster. Werden wir wohl einen Rubin ergaunern können. Einer würde uns ja, wie gesagt, schon reichen fürs Erste. Um unsere Neugier zu stillen, was dann passiert. Oh, und... Ah, rein mit dem Schwert. War leider nur ein Herz. Und weg mit ihm. Ja, du auch noch. Ja,
Ja, und auch du kriegst eins mit dem Schwert. Und da haben wir den Rubin schon. Dann können wir auch schon wieder zurück. Bin ich zu faul zum Laufen? Ja, bin ich. Warpen wir uns einfach wieder zurück. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Zum Menschen werden wäre ganz gut, ja. Glaube ich. Oben auf dem Dach steht ein Gorone. Seht ihr es da oben? Bräuchten wir fast dieses Fernglas dafür. Das wäre schon richtig cool irgendwie. Aber im Moment gibt es halt wichtigere Dinge. Zum Beispiel die Spenden hier. So, dann leisten wir mal die Spende hier, die restliche. Oder haben wir zu viel gespendet? Wir haben das Geld für die Reparatur der Brücke zwischen dem Ostteil von Hyrule-Stadt und der Ebene von Hyrule zusammen. Perfekt. Du solltest dir diesen korrupten Laden in Hyrule-Stadt mal ansehen. Wir kennen ihn schon. Die wollten mir ein Elixier für 12.000 Rubine verkaufen. Wir bitten noch immer um Beiträge zur Unterstützungsfonds, um die Waren in Hyrule-Stadt billiger verkaufen zu können. 2.000... ja, gut. Ihr seid Abzocker. Ihr seid richtige Abzocker. Eigentlich wolltet ihr doch mir das Ganze... Eigentlich wolltet ihr doch schon aufmachen, oder? Also die wollen ja wirklich richtig viele Rubine haben. Naja. Wenn wir ein paar zu viel haben, bringen wir sie euch vorbei, aber... Ich glaube, dieser Mario, der hat sich so richtig zum Abzocker entwickelt, ein bisschen. Oh, Ilya. Es geht dem kleinen Zora zwar wieder gut, aber er wird irgendwie deprimiert. Er macht keinerlei Anstalten, sich von uns mit uns anzufreuen. Rennt immer nur zum Friedhof. Ja, ist ja auch klar. Es wird noch ein bisschen dauern, vermutlich. Oh, okay. Ich sehe da oben Felsen und ich habe einen Bogen dabei. Schauen wir mal, ob da was passiert, wenn wir das... ein bisschen Boom machen. Oh, ein bisschen Boom hier. Ja, war ja klar, dass da oben ein Herzteil ist. Und wie sollen wir jetzt da hochkommen? Vielleicht mit dem Greifhaken könnte das gehen. Aber ich glaube, das wird nicht ganz funktionieren. Können wir hier durch die Höhle... Ich hoffe, dass solche Herzteile nicht despawnen können. Weil sonst wäre es ziemlich mies. Kommen wir hier irgendwie hoch? Sieht gar nicht gut aus, ehrlich gesagt. Wie kommen wir da hoch? Da unten waren wir anscheinend schon. Ja, aber jetzt schaut es ja tatsächlich eher schlecht aus. Wir müssen nämlich irgendwie das Herzteil darunter kriegen. Dass wir das irgendwie gegriffen kriegen, wäre schon cool. So wird das nichts, denke ich mal. Nö, sieht eher schlecht aus. Jo. Das ist Mist. Das ist Mist. Vielleicht könnte uns Corona helfen. Aber hier ist keiner. Vielleicht sind da oben ein paar Corona. Schauen wir mal, vielleicht hilft uns ja einer. Und wir hüpfen einfach daran. Ja, gut. Wenn uns keiner hilft, dann erholen wir uns ein bisschen in der Quelle. Das ist immerhin noch besser als sonst was.
Ich glaube, so kommen wir ein bisschen schneller den Berg hoch. Rüber da. Kommen wir auch nicht rein. Ja, super. Okay. Liegen auch ein paar Baronen drin. So ein heißes Bad von dem Schlafengehen ist wirklich das Beste, was es gibt. Ich verkaufe abends meine Sachen gegenüber vom Bombenladen. Schau doch mal vorbei. Können wir gerne machen. Mein Sohn und ich haben ein paar Sachen mitgebracht. Wir dachten, nach den Monsterattacken könnten die Dörfler sich sicher gebrauchen. Am Abend öffnet mein Sohn unten seinen Verkaufsstand. Du solltest ruhig einmal vorbeischauen. Ja, habe ich im letzten oder zwischen dem letzten Part und diesem Part gemacht, um Elixier zu besorgen für uns. Die Frage ist jetzt allerdings. Oh. Und ab die Post. Schauen wir mal da rein. Okay, das ist Burns Bombodrom. Da können wir aber von unten auch rein. Da müssen wir nicht extra hier hoch. Und das Huhn ist weg. Na super. Ich wollte eigentlich den Rückflug noch nehmen. Aber da kann man nichts machen. Ja, dafür ist es zu spät. Den haben wir als Wolf in die Luft gejagt. Da kann man wirklich nichts mehr machen. Gehen wir trotzdem mal hier rein. Oh, ich habe ja gar kein Geld. Da können wir keine Bomben holen. Mist. Müssen wir erstmal Geld verdienen, beziehungsweise Rubine verdienen. Können wir jetzt tatsächlich eigentlich gar nichts mehr machen. Ich würde sagen, ja, dann gehen wir erstmal da hast du vielleicht recht. Sollten wir vielleicht nicht unbedingt machen. Was allerdings auf jeden Fall Sache ist, wir müssen diese Schattenspiegelkristalle Scherben finden, ja. Und die werden wir jetzt mal suchen. Sollten ja nicht. Hier ist doch niemand. Wer ist denn hier? Hier ist kein Schwein. Dann machen wir es halt hier. Okay. Und dann zurück in den Heiligen Hain. Oder der wird, glaube ich, unser erster Anlauf sein. Er müsste hier sein, oder? Nee, das ist die Wüste. Wo ist denn der Heilige Hain? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube hier. Hier war der Heilige Hain. Schade, dass es dort kein Portal gibt. Wäre für uns auf jeden Fall nützlicher gewesen. Dann können wir wieder zu dem Raben gehen und klauen. Klauen wir den Raben nochmal. Schade, dass er keine Bomben für uns hat. Ah, wieder da, Dieb. Ey, wir haben nie was gestohlen hier. Nur ausgebaut. Irgendwann kriegst du schon. Boom. Füllen. Oh, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ah, wir haben ja eh rotes Elixier. Dann brauchen wir eigentlich gar keins. Zumindest vorerst nicht. Schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Irgendwo, ja, hier, genau hier. Und rüber da. Ich glaube, da hinten war auch der Heilige Hain. Weg mit den Viechern.
Oh, da wird's wieder knifflig. Schnell rüber, bevor wir runterfallen. Er hätte uns auf jeden Fall fast erwischt. Das wäre nicht so gut gewesen. Da sind wir auch schon wieder zurück im Heiligenhain. Da kommen wir jetzt nicht mehr rein, oder wie? Achso, ich glaube, wir müssen ja dieses Ding hier beulen. Geht nicht. Warum geht das nicht? Das kann es jetzt ja nicht sein. Hier im Heiligen Hain soll doch die Scherbe sein. Na gut. Dann schauen wir uns das im nächsten Part wieder an. Bis dahin. Ciao, ciao. Und schaltet wieder ein.